Der Brattler Faustkeil ist 1974 vom Mittelschüler Christoph Hauser gefunden worden. Das Fundstück ist damals stark beachtet worden, weil sein Alter auf 450 bis 350.000 Jahre geschätzt worden ist. Damit hat es als ältestes Werkzeug in der Schweiz gegolten. Als isolierten Einzelfund sind aber bis heute wichtige Fragen offen geblieben. Das Alter des Brattler Faustkeil ist bis heute in Diskussion. Die neuere Forschung geht davon aus, dass er mindestens 120.000 Jahre alt ist. Um den Brattler Faustkeil zu verstehen, muss man ihn in die Hand nehmen, wie das hier mit dieser Kopie gemacht wird. Man stellt fest, dass der Faustkeil Vertiefungen hat, die als Griffpunkt für die Finger gebraucht werden können. Das einfache Werkzeug scheint eine beachtliche Ergonomie aufzuweisen. Was in der Schweiz ein höchst seltener Fund ist, wird im Ausland in gewissen Museen recht häufig gezeigt, wie das beispielsweise in Frankreich, in Les Saisies oder Totavelle ist. Les Saisies liegt in einer Karstlandschaft im Tal von der Vézère mit unzähligen Felsüberdachungen, sogenannte Abri und Höhlen. Unter einem markanten Felsvordach über der Ortschaft ist 1931 am Neandertaler ein Denkmal gesetzt worden. Nur ein paar Meter daneben steht das Musée National de Préhistoire, das 2004 renoviert worden ist. Unser Besuch gilt der Faustkeilsammlung. Die ausgestellten Funde zeigen unverkennbar den Charakter des Brattler Werkstück. Unser nächster Besuch gilt dem Europäischen Zentrum für Frühgeschichte in Totavelle. Dort hat vor etwa 550.000 Jahren der Totavelle-Mensch vom Typ Homo erectus in einer Höhle Unterschlupf gesucht. Was die Höhle besonders interessant macht, sind die intakten Bodenschichten, wo Knochen und Steinartefakte miteinander gefunden werden. Wegen der laufenden Grabungen kann die Originalhöhle nicht besichtigt werden. Im Museum wird darum eine Nachbildung samt Totavelle-Mensch gezeigt. Totavelle-Menschen sind aufrecht gegangen, sind Jäger und Sammler gsi, haben keinen festen Standort und sind umgezogen und haben das Feuer noch nicht gekannt. Die Umgebung der Höhle hat damals den Charakter einer Steppenlandschaft gehabt. Periodisch hat es grössere Klimaveränderungen gegeben. In wärmeren und feuchteren Perioden hat in den flachen Talmulden der Wald gestockt. Und in kälteren, trockeneren Zeiten war der Baumbestand eher dünn gewesen. Entsprechend dem Klima hat sich die Tierwelt zusammengesetzt. Bisonherden, Rentierherden, Riesenhirsch, Höhlenbären, Wollnashorn. Nicht zeigend sind hier Wildpferde, Mammut, Höhlenleue und Leopard. Aufgrund von Knochenfunden in der Höhle kann man annehmen, dass Totavelle-Menschen trotz einfachster Bewaffnung erfolgreiche Jäger waren. Als hauptsächliche Allzweckwerkzeuge haben Totavelle-Menschen Faustkeil benutzt. Von denen wird im Museum ein breites Spektrum gezeigt. Es handelt sich um Werkzeuge, wo der Stein zweiseitig bearbeitet worden ist. Die Basis des Faustkeil ist rund und die gegenüberliegende Seite läuft spitz aus. Im Kongressgebäude von Totavelle werden in einer separaten Ausstellung nicht nur lokale Steinwerkzeuge, sondern auch einige von verschiedenen europäischen und außereuropäischen Fundstellen gezeigt. Dabei wird klar, dass der Faustkeil ein weit verbreitetes steinzeitliches Werkzeug war. Über mehrere hunderttausend Jahre ist das in Europa mit den gleichen Verfahren hergestellt worden. In Afrika ist der Faustkeil noch wesentlich älter. Der Faustkeil ist schließlich vor etwa 40.000 Jahren verschwunden und durch feinere Steinwerkzeuge ersetzt worden. Zufall oder nicht, die Periode vom Verschwinden vom Faustkeil fällt zusammen mit dem Verschwinden vom Neandertaler, wo über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren durch den Cro-Magnon-Mensch respektive den Homo sapiens oder moderne Mensch abgelöst worden ist. Neben dem technologischen Fortschritt hat der Homo sapiens auch Kunst gebracht. Am spektakulärsten und darum am bekanntesten sind die Felsmalereien in Südfrankreich und in Spanien.